Hoffentlich übersteht er die Nacht. Ja, und ich auch. Sind die Ringe noch nicht aufgetaucht? Waren Einzelstücke. Martin, du bist doch mein Trauzeuge. Ja, und? Kannst du es ihr sagen? Alexander. Das kannst du dir selber sagen. Und zwar jetzt. Oh, Vera. Alexander, gut, dass ich dich hier treffe. Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Und? Möchte mir vielleicht einer von euch beiden irgendetwas mitteilen? Zum Beispiel über den Verlauf deines Junggesellenabschieds. Ach, der Verlauf, der war prächtig. Und ich habe den Überblick gehabt. So wie unsere Eheringe, die gerade hier abgegeben wurden, ja? Frau Janowitz von der Pforte war so freundlich, es schriftlich zu fixieren. Die Ringe wurden abgegeben von einer gewissen Nathalie Kronenkamp, einer Studentin, die hier mit ihren Freunden Urlaub macht. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Die liebe Nathalie kennt aber dich, Alexander. Und sie kennt deinen Namen. Und sie kennt sogar das Krankenhaus, in dem du arbeitest. Das muss ein Missverständnis sein, Schatz. Ich habe nichts gemacht, ich schwöre. Die liebe Nathalie sagt außerdem, Dr. Kahnweiler hat mir die Ringe mit den Worten gegeben, dass ich kurz auf sie aufpassen soll, weil sie das Wertvollste auf der Welt für ihn sind. Ja, danach sei Dr. Kahnweiler mit einem großgewachsenen Mann Richtung Tanzfläche aufgebrochen und kurz darauf waren beide spurlos verschwunden. Wenn Sie meinen großgewachsenen gut sehen, dann dürfte das wohl ich gewesen sein. Ja, das will ich mal hoffen. Schatz, Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Ich glaube, das ist ziemlich Schwein gehabt, mein Lieber.